Und jetzt beginnt die Aussprache über diesen Etat. Erster Redner Martin Hohmann, AfD. Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Haushalt für das Ministerium Justiz und Verbraucherschutz ist ein kleiner Haushalt, ja sogar der kleinste der Ministerien. Die Größe des Haushaltes sagt allerdings nichts aus über seine Wirkung und Wirkungsmöglichkeiten. Frau Ministerin Barley, Sie starten in ein Jahr, das einen Doppelhaushalt und somit erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten mit sich bringt. Hierfür wünsche ich Ihnen eine gute Hand und das nötige Quäntchen Glück. Die bekanntermaßen großen Unterschiede in den politischen Grundpositionen werden uns nicht davon abhalten, ein faires Miteinander zu suchen. Eine wichtige Baustelle für uns ist das Netz-DG. Baustelle mehr im negativen Sinn. Das heißt, wir sind für einen Abriss, für einen Totalabriss. Warum? Ihr Vorgänger Heiko Maas ist mit seinem Gesetz weit über jedes vertretbare Ziel hinausgeschossen. Eines der höchsten Güter unserer freiheitlichen Demokratie ist das Recht auf Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Grundgesetz. Dort heißt es, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu informieren. Eine Zensur findet nicht statt. Der Widerstand gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz speist sich aus vielen Quellen. Im aktuellen Bericht zur Medienfreiheit des EU-Parlaments werden die Mitgliedstaaten des EU-Parlaments ausdrücklich von der Kommission aufgefordert und davor gewarnt, die Freiheit im Internet einzuschränken. Das EU-Parlament mahnt an, dass jede Maßnahme zur Beschränkung von Inhalten im Internet nur unter klaren Bedingungen, unter strikten juristischen Kontrollen erfolgen darf. Das aber ist beim Zensurgesetz des Herrn Maas nicht der Fall. Das Netz-DG privatisiert, es verlagert staatliche Autorität. Private Unternehmen werden zu Anklägern, Richtern und Vollstreckern gemacht. Kurzer Prozess. Das akzeptieren wir nicht. Besonders bedauerlich bei Internetnutzung, die zu Unrecht gelöscht wurde, wird kein ausreichender Schutz gewährt. Sehr vielsagend auch, dass die Reporter ohne Grenzen die Nähe zu chinesischen und iranischen Regelungen aufgedeckt haben. Auch der Deutschlanddirektor von Human Rights Watch äußert weitgehend dieselben Bedenken wie die AfD. Der Staat darf seine hoheitlichen Kontrollrechte und Pflichten nicht aus der Hand geben. Mündige Bürger wollen nicht erzogen und nicht gegängelt werden. Und wenn schon abgeräumt wird, das erneuerbare Energiengesetz EEG ebenfalls weg damit. Wie schon in der Vorbesprechung im Ministerium verdeutlicht, werden wir besonders auf einen Punkt ein wachsames Auge richten, die Frage nämlich, ob bei der Gewährung von Härtefallleistungen für die Opfer extremistischer Übergriffe alle Opfer tatsächlich in gleicher Weise und gerecht bedacht werden. Übrigens werden wir alle uns der grundsätzlichen Frage stellen müssen, wie wir uns zu den Konflikten zwischen unseren freiheitlich-rechtlichen Regelungen einerseits und andererseits den damit im Widerstreit stehenden Regelungen des Korans und der Scharia verhalten. Ich nenne als Stichworte das hierher importierte Demokratiedefizit der islamisch geprägten Länder, die Gewaltbereitschaft besonders jüngerer Muslime und den muslimischen Ruf nach Sonderrechten, die von keiner anderen Zuwanderergruppe erhoben werden.
Ich erinnere an den Appell von 300 französischen Politikern, Prominenten und Intellektuellen, darunter Nicolas Sarkozy und Manuel Valls. Sie beklagen, Juden würden in Einwanderervierteln Opfer einer schleichenden ethnischen Säuberung. Ich zitiere. Und sie liefen aufgrund der Polizeistatistik 25 Mal mehr Gefahr, als muslimische Bürger angegriffen zu werden. Weiter heißt es dort, der Koran, der, ich zitiere wieder, zum Mord und zur Bestrafung der Juden, Christen und Ungläubigen anhalte, Zitat, müsse reformiert werden. Nur gibt es im Islam eine Institution mit einer solchen Kompetenz, so eine Art Super-EKD-Synode. Das Islamthema ist zu ernst. Das Gewaltpotenzial mit muslimischem Hintergrund ist zu dramatisch, als dass man die Debatte mit Schlagworten wie Islamophobie oder Islamfeindlichkeit abtun könnte. Ich mahne für die AfD eine ehrliche, tiefgründige und vorurteilsfreie Auseinandersetzung an. Gesetzliche Regelungen müssen folgen. Wir stehen erst am Anfang. Danke. Martin Hohmann für die AfD. Und es ist, glaube ich, eine Anmerkung nötig zu seinem Beitrag. Er hat nämlich am Anfang von einem Doppelhaushalt gesprochen. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Denn hier wird ausschließlich über den Bundeshaushalt 2018 diskutiert und im September dann über den Haushalt 2019. Nächster Redner, Stefan Habart, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion. Sehr geehrten Damen und Herren, wir führen diese Debatte heute in einer Zeit, in der das Vertrauen der Menschen in die Funktionstüchtigkeit des Rechtsstaats in vielen Teilen des Landes geringer ist, als wir uns dies wünschen. Wir werden gegen diese zu konstatierende Erosion des Vertrauens in den Rechtsstaat in der Großen Koalition mit dem Pakt für den Rechtsstaat ein starkes Signal dagegen setzen. Wir werden für die neue Legislaturperiode klarmachen, wir ergreifen alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um unseren Rechtsstaat in seiner Funktionsfähigkeit zu erhalten und zu schützen. Dieser Pakt für den Rechtsstaat besteht aus einem Dreiklang: mehr Personal, bessere Ausstattung und auch ein besserer gesetzlicher Rahmen. Mit diesem Dreiklang, den wir in der vergangenen Legislaturperiode bereits in der Innenpolitik praktiziert haben, mehr Personal, bessere Ausstattung und mehr gesetzliche Befugnisse, sehen wir jetzt die Erfolge der Politik der vergangenen Legislaturperiode. Ich will ein Beispiel nennen. So ist die Zahl der Wohnungseinbrüche im letzten Jahr um 23% gesunken. Das ist ein sehr beachtlicher Fortschritt. Und ich möchte im Kampf gegen die Wohnungseinbrüche in Deutschland insbesondere unseren Polizistinnen und Polizisten danken für den großartigen Einsatz, den sie hier bringen. Aber noch immer erfolgt alle 4 Minuten in diesem Land ein Wohnungseinbruch. Statistisch in den 90 Minuten, die wir jetzt über Justiz und Verbraucherschutz sprechen, über 20. Dies ist keine Bilanz, bei der wir uns entspannt zurücklehnen können. Und ja, wir haben in den vergangenen Wochen auch Stimmen vernommen, das Ganze habe sich ja jetzt gebessert, deshalb brauche man keine weiteren Anstrengungen. Das halte ich für falsch. Niemand käme auf die Idee zu sagen, wir müssten uns in der Arbeitsmarktpolitik nicht weiter anstrengen, weil wir die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung hätten. Wir haben Fortschritte zu erzielen, aber für uns bleibt klar als Union, wir brauchen in diesem Bereich bessere Aufklärungsmöglichkeiten. Die Aufklärungsquote hat sich letztes Jahr auf 17,8% erhöht, aber dies bedeutet noch immer, über 80% der Einbrüche werden nicht aufgeklärt. Und zu Beginn eines Ermittlungsverfahrens ist es eben häufig nicht eindeutig, ob es sich um einen bandenmäßigen Wohnungseinbruch handelt oder um einen nicht bandenmäßigen Wohnungseinbruch. Konkrete Anhaltspunkte hierfür ergeben sich meistens erst aus einer Telekommunikationsüberwachung. Und deshalb muss diese künftig auch beim nicht bandenmäßigen Wohnungseinbruch möglich sein. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart,
dass wir den Ermittlern die notwendigen Ermittlungsinstrumente zur Verfügung stellen werden. Für uns ist und für uns bleibt der Kampf gegen Wohnungseinbruch, der in die intimste Sphäre der Menschen eindringt, ein Kernthema dieser Wahlperiode. Und wenn wir die Entwicklung der Kriminalität in Deutschland konstatieren und analysieren, dann müssen wir, glaube ich, einen Augenblick verweilen im Bereich der Kinderpornografie. Wir sehen hier eine schlimme Entwicklung. Wir sehen, dass laut Meldung des Bundeskriminalamts im vergangenen Jahr 8.400 unaufgeklärte Fälle von Kinderpornografie festzustellen waren. Jeden Tag über 20 Kinderschicksale, ganz fürchterliche Kinderschicksale. 8.400 Fälle der Verbreitung und des Besitzes von Kinderpornografie mussten der Staatsanwaltschaft zur Einstellung vorgelegt werden, und zwar aus einem einzigen Grund. Der Ermittlungsansatz, die IP-Adresse, konnte nicht weiterverfolgt werden. Mangels Vorratsdatenspeicherung war sie nicht beim Provider hinterlegt. Wir stehen vor der großen Herausforderung, dass der EuGH mit seinem Urteil Ende 2016 sehr restriktive Vorgaben für eine Vorratsdatenspeicherung formuliert hat und dass das Verwaltungsgericht Köln die Speicherpflicht quasi ausgesetzt hat. Aktuell findet also keine Speicherung statt, wesentliche Ermittlungsansätze fallen weg. Und gleichzeitig sehen wir einen erschreckenden Anstieg von Kinderpornografie in unserem Land. Für uns als Union ist klar, dass wir uns damit nicht abfinden wollen. Es gibt in diesem Land ein Recht auf Datenschutz. Es gibt aber auch ein Recht von Kindern, nicht missbraucht zu werden. Wir möchten deshalb Sie, Frau Bundesministerin, bitten, in diesem schwierigen Feld einen Vorschlag zu unterbreiten mit der Expertise Ihres Hauses, wie Sie gedenken, mit dem Anstieg an Kinderpornografie rechtspolitisch umzugehen, welche Maßnahmen Ihnen geeignet erscheinen, um diese armen Kinder in Deutschland besser zu schützen. Damit gefasste Täter ein zügiges Verfahren erhalten, haben wir im Koalitionsvertrag punktuelle, konkrete und zielgerichtete Maßnahmen zur Beschleunigung von Strafverfahren vereinbart. Wir werden unter anderem die Möglichkeiten zur Ablehnung missbräuchlicher Befangenheits- und Beweisanträge ausweiten. Und wir werden bei besonders umfangreichen Strafverfahren die gebündelte Vertretung der Interessen von Nebenklägern ermöglichen. Der Koalitionsvertrag gibt hierzu einen klaren, einen eindeutigen Handlungsauftrag. Und jede Verzögerung in der Abarbeitung geht zulasten des Opferschutzes, der Effizienz des Strafverfahrens und schadet damit der Justiz als Ganzes. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Teile des Koalitionsvertrags nun rasch in Angriff nehmen. Zu einem effizienten Verfahren gehört für uns auch, dass die Wahrheitserforschung ermöglicht wird. Wir werden sicherstellen, dass Beteiligte vor Gericht ihr Gesicht zeigen. Identität und Mimik müssen für das Gericht erkennbar sein, und ein ganz oder teilweise verdecktes Gesicht in Gerichtsverfahren werden wir nicht hinnehmen. Ein weiteres Kernthema für uns ist die Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten von DNA-Analysen im Strafverfahren. Künftig sollen alle Merkmale, die dem Zeugenbeweis zugänglich sind, wie etwa Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe, auch abgefragt werden dürfen. Damit Täter schneller gefasst werden können und Opfer verhindert werden, sollten wir auch dies schnell anpacken. Wir haben in der Großen Koalition Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Wir werden uns rasch des Themas des Mietrechts annehmen. Wir haben die entsprechenden Beschlüsse zwischen den Fraktionen verabschiedet. Für uns als Rechtspolitiker ist klar, wir werden Veränderungen des Mietrechts vornehmen. Wir müssen aber immer bedenken, wir werden die Probleme am Wohnungsmarkt in den Ballungsräumen nicht lösen durch Reformen des Mietrechts allein. Das ist nur ein Baustein. Wer das Mietrecht alleine verändern möchte, der schafft damit keinen zusätzlichen Wohnraum. Wir werden zusätzlichen Wohnraum nur dann bekommen, wenn wir Anreize dafür setzen, dass Menschen investieren in den Bau von neuen Wohnungen. Die Zahl der neu gebauten Wohnungen ist hoch, sie ist aber noch nicht so hoch, wie sie sein sollte. Und wir werden in diesem Zusammenhang auch einfordern, dass wir uns rasch um die Regelungen des Wohnungseigentumsrechts kümmern. Auch in diesem Bereich sind wichtige Veränderungen erforderlich, um die Modernisierung von Wohnungen gerade mit Blick
auf den demografischen Wandel in unserem Land voranzutreiben, ein Thema, das gerade für viele ältere Menschen von Relevanz ist. Wir diskutieren im Augenblick viel über die Frage, wie geht es weiter in Europa. Und wir als Rechtspolitiker sollten diese Debatte nicht allein überlassen den Europapolitikern oder den Außenpolitikern, sondern wir sollten auch in der Rechtspolitik Akzente setzen, um Europa voranzubringen. Wir haben in der Entschließung des Deutschen Bundestags vom Januar zum Thema neuer Élysée-Vertrag vereinbart, dass wir den deutsch-französischen Wirtschaftsraum stärken wollen, dass wir ihn ausbauen wollen, dass wir ihn auch ausbauen wollen durch eine Vielzahl rechtspolitischer Weichenstellungen. Das gilt für die Frage der Harmonisierung des Unternehmensrechts zwischen Deutschland und Frankreich. Das gilt für die Frage der Harmonisierung des Insolvenzrechts zwischen Deutschland und Frankreich, Veränderungen im Gesellschaftsrecht. Es ist für uns wichtig, dass wir als Rechtspolitiker die Aufgabe annehmen, die uns gestellt ist, uns auch in die Europapolitik einzubringen mit Vorschlägen zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Rechtsraums. Und wenn die Menschen an solchen ganz greifbaren Punkten spüren, welche Vorteile Europa bringt, dann müssen wir uns, glaube ich, auch etwas weniger Sorgen machen, als wenn wir Debatten über Europa immer nur abstrakt führen. Wir freuen uns auf eine herausfordernde Legislaturperiode mit einem ambitionierten Programm und freuen uns, diese gemeinsam in der Großen Koalition zum Erfolg zu führen. Herzlichen Dank. Als nächsten Redner rufe ich auf den Kollegen Dr. Stefan Ruppert von der FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein heißgeliebter Großvater, ein Sozialdemokrat, war immer stolz auf eine bürgerrechtliche Tradition der SPD, die einherging in den 60er und 70er Jahren mit einer gewissen Unbeugsamkeit, mit dem Willen, dem Recht unbedingt zur Durchsetzung zu verhelfen. Als es in Deutschland den Anschein erweckte, dass wir geltendes Recht in den letzten Jahren nicht immer ausreichend durchsetzen konnten, haben wir uns an Zitate von Hans-Jochen Vogel erinnert, der unbeugsam und völlig klar geltendes Recht zur Geltung gebracht hat und trotzdem bürgerrechtliche Sicherungen des Verfahrens hochgehalten hat. In den letzten 4 Jahren haben wir einen solchen Eigenstand, eine Unbeugsamkeit des Bundesjustizministeriums schmerzlich vermisst. Ein Minister, der erst für Meinungsfreiheit und gegen Vorratsdatenspeicherung war in der ersten Hälfte der Legislaturperiode, hat sich dann in einer Art Metamorphose in der zweiten Hälfte zu einem Minister gewandelt, der für Vorratsdatenspeicherung und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war. Eine klare Linie war nicht zu erkennen. Der Satz, ob Sie ihn überzeugt haben oder ob er eher tagespolitischen Opportunitäten gefolgt ist, das wage ich nicht so richtig zu beurteilen. Aber der Satz, der früher galt, dass die Rechtspolitik ein edles Feld ist, in der man zwar vielleicht nicht regelmäßig in der Bild-Zeitung, aber mindestens regelmäßig im Bundesgesetzblatt steht, dieser Satz hat leider an Bedeutung verloren. Die Rechtspolitik hat einen dramatischen Bedeutungsverlust in den letzten 4 Jahren gegenüber der Innenpolitik als das zweite Verfassungsressort hinnehmen müssen. Man hat das versucht, durch Verbraucherschutz zu kompensieren. Aber wir haben die Erwartung, dass Sie die klassische Rechtspolitik entweder wieder zu der Geltung bringen, die sie in der Vergangenheit hatte. Herr Präsident, ich freue mich, dass ich lange reden darf, aber meine Uhr läuft nicht, aber ich will sie nicht. Ich will einen Punkt benennen, der mir und uns besonders wichtig ist. Wir haben den Eindruck, dass die Macht das Recht in den letzten Jahren häufig verdrängt hat. Wir hatten den Eindruck, dass Opportunität, Machbarkeit, Effizienz oder aber überhaupt nur auch Popularität den Eigenwert des Rechts regelmäßig verdrängt hat. Ich will Ihnen mal einen Vorgang aus meinem Heimatland Hessen berichten. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass die NPD in Wetzlar in der Stadthalle tagen darf.
und eine Art moralisch kollusives Zusammenwirken zwischen einem sozialdemokratischen Oberbürgermeister, einem christdemokratischen Regierungspräsidenten und einem christdemokratischen Innenminister, ist der Meinung, man könne sich über diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hinwegsetzen, sie quasi boykottieren. Diese Haltung, so widerlich die NPD ist, dass wir Rechtsprechung nicht mehr durchsetzen und sie nicht akzeptieren, diese Haltung ist brandgefährlich für Rechtsstaatlichkeit in unserem Land und ist eine Entwicklung, die mir große Angst macht. Auch hier wird leider häufig eher die Exekutive gestärkt und parlamentarische Rechte fallen unter den Tisch. Die Zahl der parlamentarischen Staatssekretäre sind ja auch in Ihrem Ministerium leider verdoppelt worden vor 4 Jahren. Und es ist bedenklich, dass dieser Fokus in den letzten Jahren aus unserer Sicht verloren gegangen ist. Ich freue mich aber, ich kenne Katharina Barley seit vielen Jahren, schätze sie als kompetente und sachliche und hoffentlich der Rechtspolitik wieder einen Eigenstand gebende Politikerin. Und ich kann nur sagen, wenn Sie Bürgerrechten zum Durchbruch verhelfen wollen, wissen Sie uns als Freie Demokraten an Ihrer Seite. Deswegen würden wir uns freuen, wenn Sie mehr Mut hätten, wenn Sie mehr Mut hätten bei 219a, wenn Sie, anstatt sich einer Machtsituation zu beugen, eine Rechtsposition formulieren würden, die Information zulässt, aber anstößige Werbung vermeidet. Ich glaube, das wäre eine gute Position. Auch hier hätten Sie uns an Ihrer Seite, Frau Barley. Wenn ich Herrn Habart eben zugehört habe, den ich ebenfalls sehr schätze, dann sagt er, die Vorratsdatenspeicherung ist durch ein Gericht ausgesetzt worden. Und Sie geben sich seit vielen Jahren mit einem Zustand zufrieden, dass Sie anstatt Strafverfolgung durchzusetzen, lieber darauf hoffen, dass ein deutsches Gesetz oder das Bundesverfassungsgericht Ihre mehrfach gescheiterte Vorratsdatenspeicherung wieder in Kraft setzt. Kümmern Sie sich um Strafverfolgung, anstatt auf Gesetze, die mehrfach verfassungswidrig gewesen sind, zu hoffen und geltendes Recht nicht durchzusetzen. Ich glaube, wir müssen alle daran arbeiten, dass in der Gewaltenteilung die Rechtsprechung und das Recht gegenüber machtpolitischen Erwägungen nicht zurückfällt. Ich finde das Forum Recht, das Projekt, dem Recht einen eigenen Ort zu geben, es sichtbar zu machen in der Nähe des Bundesgerichtshofs, gleichsam ein Haus der Geschichte des deutschen Rechts, leider auch der Geschichte des deutschen Unrechts, ist ein sinnvolles Vorhaben, und ich war betrübt darüber, in dem jetzigen Haushaltsentwurf 0 Euro nach den 200.000 Finanzierungen in den vergangenen Jahren zu finden. Es wäre wichtig, den Menschen das Gefühl zu geben, dass das Recht dem Unrecht und auch der Macht nicht weichen muss. Mir fehlen in Ihrem Koalitionsvertrag, und damit will ich zum Schluss kommen, viele rechtspolitische Vorhaben, die ich an sich bedeutsam finde. Ich finde, es gäbe sehr viel zu tun bei der Durchsetzung von Bürgerrechten. Wir hoffen auf Sie, Frau Barley, und wir stärken Sie da, wo Sie an eine bürgerrechtliche Tradition der Sozialdemokraten aus den 60er und 70er Jahren anknüpfen. Vielen Dank. Stefan Ruppert für die FDP-Fraktion hat hier unter anderem die Reformbedürftigkeit oder die Diskussion über eine Reform des Paragraphen 219a angesprochen. Dazu gleich noch die Information, dass es dazu eine Anhörung im Bundestag geben wird Ende Juni. Der nächste Redner in der Debatte über den Etat des Justizministeriums ist Viktor Perli aus der Linksfraktion. Meine Damen und Herren. Die Linke setzt sich dafür ein, dass der Verbraucherschutz in Deutschland gestärkt wird. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr Rechte haben, um sich gegen mögliche staatliche Willkür und Betrügereien von Konzernen zu wehren. Die Gerichte müssen mit ausreichend Personal ausgestattet sein, damit sie ihre Arbeit gut machen und Verfahren zügig abschließen können. Jeder Mensch muss unabhängig von seinem Einkommen die Möglichkeit haben, den Rechtsweg zu beschreiten. Das sind die Grundsätze, nach denen wir den vorliegenden Haushaltsplan bewerten. Schauen wir auf den Verbraucherschutz. Heutzutage ist es für einzelne Bürger schwer, sich gegen Konzerne zu wehren, von denen sie getäuscht worden sind. Hier das private Risiko, dort Rechtsabteilungen mit Millionenbudget.
Die Bundesregierung will jetzt endlich Musterfeststellungsklagen einführen. Geschädigte Einzelpersonen können sich zusammenschließen und sich von einem Verband vertreten lassen, also zum Beispiel von der Verbraucherzentrale. Der Gesetzentwurf enthält einige Schwachpunkte. Darüber wird der Bundestag noch verhandeln. Wir, die Linke, werden uns dafür einsetzen, dass die Musterfeststellungsklage kein zahnloser Tiger wird. Die Verbraucherschützer müssen gut ausgestattet sein, um stark gegen die auftreten zu können, die tricksen und falsch informieren. Im Haushaltsentwurf wird der Zuschuss für den Bundesverband der Verbraucherzentralen allerdings um fast 500.000 Euro gekürzt. Wir wissen, dass Sie das mit auslaufenden Projekten begründen. Es ist trotzdem ein falsches Signal. Wir fordern Sie deshalb auf, diese Entscheidung zu korrigieren. Die Linke setzt sich dafür ein, dass die Mittel für den Verbraucherschutz deutlich aufgestockt werden. Dazu möchten wir Ihnen den Vorschlag unterbreiten, einen Teil der vom Bundeskartellamt festgesetzten Bußgelder bei illegalen Kartellabsprachen gezielt für die Stärkung des Verbraucherschutzes einzusetzen. Damit könnten Sie dann zum Beispiel die unabhängigen Finanz- und Schuldnerberatungen der Verbraucherzentralen stärken. Hier ist ein wirksames Gegengewicht gegen die provisionsgetriebene Anlagenberatung fällig, die für Privathaushalte immer wieder zu finanziellen Schäden führt. Nun zum Datenschutz. Rund 30 Millionen Menschen in Deutschland nutzen Facebook. 47 Millionen Menschen nutzen Amazon. Und fast jeder nutzt Google. Diese Konzerne sammeln Unmengen an Daten und haben ein unglaubliches Wissen über ihre Kunden. Das Privatleben der Menschen darf aber nicht schleichend enteignet werden. Das Privatleben muss geschützt werden. Man muss sich das klar machen. Wenn in irgendeinem Imbiss gegen die Hygiene verstoßen wird, dann kommen die Lebensmittelkontrolleure. Wenn ein Betrieb den Mindestlohn nicht einhält, dann kommt der Zoll. Und wenn Internetgiganten wie Amazon, Google oder Facebook gegen den Datenschutz verstoßen, ihn ignorieren, unsere Daten ausschlachten und damit Milliardengewinne machen, dann braucht es endlich jemanden, dann braucht es einen handlungsfähigen Rechtsstaat, der hier klare Kante zieht. Es braucht Datenschützer, die da reingehen, die den Datenschutz sicherstellen. Und diese Datenschützer müssen rechtlich und finanziell in der Lage sein, das auch durchzusetzen. Dann müssen sie aufhören zu erzählen, dass es unmöglich sei, weil die Konzerne nicht in Deutschland sitzen. Wir können das Beispiel von VW hier bemühen. Die US-Justiz hat sich auch Volkswagen vorgenommen, Manager angeklagt und einen Haftbefehl gegen den ehemaligen VW-Chef erlassen. Es ist eine Frage des politischen Willens. Sie müssen sich mit den Konzernen anlegen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Meine Damen und Herren, die Linke setzt sich für einen starken Verbraucherschutz ein, der Bürgerinnen und Bürger auch dann schützt, wenn die Gewinnmöglichkeiten von Konzernen eingeschränkt werden müssen. Mit weniger geben wir uns nicht zufrieden, und deshalb muss dieser Haushaltsentwurf noch deutlich nachgebessert werden. Danke für die Aufmerksamkeit. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Manuela Rottmann, Bündnis 90 Grüne. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren. Auch heute in dieser Debatte geht diese Koalition mit jeder Menge Rechtsstaatsbeschwörung in die nächste Runde. Aber ist sich diese Koalition eigentlich überhaupt noch sicher, was der Rechtsstaat ist? Gerichtsurteile zur Luftreinhaltung werden in Bayern von der CSU-Staatsregierung mit einer Unverfrorenheit ignoriert, dass den Verwaltungsrichtern in München die Spucke wegbleibt. Ein Alexander Dobrindt erklärt Rechtsanwälte, die ihr Job als Organe der Rechtspflege machen, zu Gegnern des Rechtsstaats. Und einen Tag, nachdem das Polizeiaufgabengesetz in Bayern den Landtag passiert hat, kommt sein Autor Horst Seehofer, unser neuer Bundesinnenminister, in die Situation, dass die Öffentlichkeit nach SMS nachfragt auf seinem Handy, von denen er lieber nichts mehr wissen will. Er hätte jetzt durch göttliche Vorsehung die Gelegenheit, über dieses Gesetz noch mal nachzudenken, denn genau solche Möglichkeiten schafft es, aber leider klappt es nicht. Was ist also der Rechtsstaat?
Er ist jedenfalls kein Fuchsschwanz, den man sich anheftet, um seinen Mackerauftritt, sein Bedürfnis nach einfachen Lösungen, seine Fantasien von Härte und Durchgriff zu dekorieren. Herr Hagbart, ich nehme Ihre Rede soeben als Beispiel. Sie haben immer uns angesprochen als wir Rechtspolitiker. Es war aber eine innenpolitische Rede. Es war eine Liste von neuen Grundrechtseingriffen und keine rechtspolitische Rede. Der Rechtsstaat setzt Grenzen. Die Abwägung, die Verhältnismäßigkeit, die Gleichheit vor dem Gesetz sind sein Wesen. Und Eingriffe aufgrund von Vermutungen sind ihm fremd. Und nun will diese Koalition also eine Kampagne für den Rechtsstaat machen. Machen Sie das. Machen Sie eine Kampagne für den Rechtsstaat, vielleicht nicht nur für Alexander Dobrindt alleine. Sie werden mit dieser Kampagne scheitern, solange die Vertreterinnen und Vertreter der CSU jeden Sonntag in der Bild am Sonntag den Rechtsstaat und seine Verteidiger diffamieren. Fangen Sie die Kampagne doch mal damit an, dass Bayern tatsächlich die Gerichtsurteile befolgt, dass sich ein Alexander Dobrindt vor die Strafverteidiger und vor die Asylanwälte stellt, denn die sind der Rechtsstaat. Dass die CSU das von ihr im Bund selbst mitbeschlossene Integrationsgesetz auch in Bayern anwendet. Leben Sie doch erst einmal vor, was der Rechtsstaat ist, bevor Sie ihn anderen Leuten erklären wollen. Die Mehrheit der Bevölkerung spürt sehr genau, dass die große Klappe der CSU eigentlich nicht viel hermacht, dass sie einhergeht mit einer ziemlich vollen Hose. Und sie weiß sehr genau, dass man einer Partei, die Maß und Mitte verloren hat, nicht mehr allzu viel Macht einräumen sollte. Das wird vielleicht schmerzhaft für die CSU, aber so lange, Frau Ministerin, sparen Sie sich diese Kampagne für den Rechtsstaat. Die Regierung macht sich damit lächerlich. Und liebe Freunde von der SPD, ich respektiere es sehr, dass Sie sich der Regierungsverantwortung wieder stellen. Ich habe sogar Erwartungen damit verbunden. Ich habe gedacht, jetzt kämpft die SPD. Jetzt geht's los. Ich muss sagen, es war naiv. Die SPD beschränkt sich wieder darauf, nur dicke Etiketten auf eine Politik zu kleben, die in Wirklichkeit nichts ändern will. Nehmen wir den sogenannten Pakt für den Rechtsstaat. 2000 neue Stellen in der Justiz sollen es sein. Die müsste man ja irgendwo in diesem Haushalt finden. Man findet 16,5 Stellen unter dem Titel Pakt für die Justiz, aber nicht in der Justiz, sondern im Justizministerium. Und auf Nachfrage heißt es dann, ja, natürlich sollen die überwiegend in den Ländern geschaffen werden. Mit denen haben wir aber noch nicht geredet. Und der Bund wird die Länder dabei auch nicht finanziell unterstützen, sondern mehr so ideell. Das ist eine Verkackeierung der Leute. Und die Justiz und der Rechtsstaat brauchen etwas ganz anderes vom Bund. Sie brauchen Entlastung von nutzlosen Strafverfahren wegen Falschfahrens und Cannabiskonsum, effiziente Prozessregelungen, durchdachtes, verständliches Recht und nicht wie dieser großkoalitionäre Pfusch auf die letzte Minute, wie wir ihn kennen. Musterfeststellungsklage, ich mache es kurz. Wie die Verbände, die finanzieren sollen, nicht ihr Bier. Die Mittel dafür werden gekürzt. Es wird keine Effizienzsteigerung in der Justiz geben, weil jeder sein Geld einzeln einklagen will. Und ich will es Ihnen sagen, die Leute wollen kein Symbol, die wollen ihr Geld zurück. Und da hilft Ihnen Ihr Konzept überhaupt nichts. Wieder wecken Sie große Erwartungen und wieder werden Sie die Leute bitter enttäuschen. Es ist ein Haushalt ohne Zukunft. Und es gibt leider keinen Anlass zur Hoffnung, dass er durch bessere Ideen in der Rechtspolitik besser gemacht wird. Dankeschön. Manuela Rottmann für die Grüne Fraktion in der Aussprache über den Etat des Justizministeriums. Johannes Fechner aus der SPD-Fraktion ist der nächste Redner und er ist Sprecher für Recht und Verbraucherschutz. Auf den Tribünen. Wir beraten in dieser Debatte gerade einmal 0,23% des gesamten Bundeshaushalts, also nur einen äußerst geringen Teil des gesamten Haushalts. Dennoch darf dabei nicht unterschätzt werden, wie wichtig die Rechtspolitik für die Gestaltung unserer Gesellschaft ist. Und gerade in der Rechtspolitik wollen wir die Weichen für einen starken Rechtsstaat für die Bürgerinnen und Bürger stellen. Wir haben uns deshalb mit diesem Justizhaushalt viele wichtige Maßnahmen vorgenommen.
Deutschland ist heute schon eines der sichersten Länder der Welt und mit einer handlungsfähigen und kompetenten Justiz ausgestattet. Und damit das so bleibt, haben wir in der Tat in der Koalition den Pakt für den Rechtsstaat vereinbart, der unter anderem 2000 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte schafft. Und in der Tat fangen wir mit diesem Haushalt schon an. Was wir beim Bund tun können, das tun wir hier. Wir werden beim Generalbundesanwalt 27 neue Stellen schaffen in einem ersten Schritt. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme, die dort in Karlsruhe durchaus begrüßt wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und meiner Fraktion ist besonders wichtig, dass wir nicht nur Richter und Staatsanwälte einstellen, sondern dass wir auch bei dem Folgepersonal im Maschinenraum der Justiz, bei den Urkundsbeamten, bei den Rechtspflegern, bei den Gerichtsvollziehern zusätzliches Personal einstellen. Und wir erwarten, dass die Regierungschefs der Länder schon am 14. Juni bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin verbindliche Vereinbarungen zur Umsetzung dieses Paktes treffen. Denn eines ist für uns klar, die besten und schärfsten Gesetze bringen nichts, wenn wir nicht Richter und Staatsanwälte, Rechtspfleger, Gerichtsvollzieher und Urkundsbeamten haben, die diese Gesetze für die Bürgerinnen und Bürger dann anwenden und auch umsetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und leider erleben wir ja in vielen Ländern derzeit antirechtsstaatliche Tendenzen. Wenn in Polen die Unabhängigkeit der Gerichte beschnitten wird, wenn in der Türkei Richter entlassen werden, willkürlich, oder Journalisten verhaftet werden, oder wenn Herr Trump sich nicht an das mühsam ausgehandelte Iran-Atomabkommen hält, dann müssen wir als Gegenentwurf zu diesen antidemokratischen und antirechtsstaatlichen Tendenzen klar Position beziehen und immer wieder deutlich machen, wie wichtig eine rechtsstaatliche Ordnung ist. Und deswegen freuen wir uns, dass wir in Karlsruhe mit dem Forum Recht einen Ort schaffen können, wo wir den Rechtsstaat erlebbar machen können und zeigen können, wie wichtig eine rechtsstaatliche Ordnung für unser Land ist. Und deswegen werden wir 150.000 Euro einsetzen. Das ist das Ziel der SPD-Fraktion, damit wir hier ein klares Zeichen für den Rechtsstaat setzen können. Nicht gestärkt wird der Rechtsstaat, wenn er immer wieder auch in diesem Hause oder von Kolleginnen und Kollegen infrage gestellt wird. Wenn etwa Herr Spahn regelmäßig feststellt, dass in Deutschland Recht und Ordnung nicht durchgesetzt werden, oder wenn Herr Dobrindt die Rechtsordnung durch Rechtsanwälte sabotiert sieht, dann untergraben Sie damit nicht nur das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat. Und solche Äußerungen sind nicht nur falsch in der Sache, sondern sie sind auch eine Ohrfeige für alle diejenigen, die sich tagtäglich für den Rechtsstaat in Deutschland einsetzen, für Polizisten, die schwierige Einsätze absolvieren, oder Richter, die trotz erheblicher Arbeitsbelastung ihr Pensum abarbeiten. Deshalb hören Sie auf, immer wieder die Handlungsfähigkeit unseres Rechtsstaats in Frage zu stellen. Und bei allen Verbesserungsmöglichkeiten will ich ganz klar sagen, der Rechtsstaat in Deutschland funktioniert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch wir freuen uns, dass die Wohnungseinbrüche zurückgehen, aber natürlich haben wir immer noch viel zu viele. Und deswegen haben wir ja auch schon in der letzten Wahlperiode das Strafmaß für den Wohnungseinbruch erhöht. Wir haben die Vorratsdatenspeicherung ermöglicht beim Einbruchsdiebstahl, beim Bandendiebstahl. Aber viel effektiver gegen Wohnungseinbrüche, das ist das von der SPD forcierte Förderprogramm zur Bezuschussung von Sicherungsmöglichkeiten gegen Einbrüche. Im Jahr 2015 gab es 4.000 bewilligte Förderungsanträge, 2016 schon 41.000 und 2017 haben 78.000 Bürger diese staatliche Förderung für Einbruchschutz in Anspruch genommen. Das ist ein voller Erfolg. Das ist ein Paradebeispiel für gelungene Kriminalitätsprävention. Und deshalb ist es gut, dass wir in diesem Haushalt gemeinsam dieses Programm fortführen und 50 Millionen dafür einstellen wollen. Damit zeigen wir, wir lassen die Bürger nicht im Stich bei den Wohnungseinbrüchen. Sicherheit darf keine Sache des Geldbeutels sein. Auch Normalverdiener müssen hochwertigen Einbruchschutz bekommen. Und deswegen ist das eine ganz wichtige Präventionsmaßnahme, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und meine Damen und Herren, weil uns der Verbraucherschutz besonders wichtig ist, werden wir in diesem Haushalt Verbraucherinformationen und verbraucherpolitische Forschungsvorhaben finanziell fördern. Und auch unterstützen wir die Stiftung Warentest mit über 3 Millionen Euro und die Verbraucherzentrale mit über 11 Millionen Euro. Denn wir wollen, dass auch die Verbraucher hier zu ihrem Recht kommen, und dem dient auch unser guter Entwurf zur Musterfeststellungsklage. Damit wird die Verbraucherzentrale ein effektives Instrument bekommen, um Verbraucherrechte durchzusetzen, und damit die Verbraucherzentrale auch auf Augenhöhe mit den großen Konzernen die Rechte der Verbraucher ausfechten kann. Deswegen werden wir im nächsten Haushalt sicherlich auch mehr Geld für die Verbraucherzentrale einstellen müssen. Denn für uns gilt, betrogene Verbraucher müssen schnell und ohne Kostenrisiko ihr Recht bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zum Schluss
will ich nochmals festhalten, wir haben in Deutschland einen starken und handlungsfähigen Rechtsstaat. Mit diesem Haushalt zeigen wir dort, wo wir noch Verbesserungsbedarf haben, reagieren und so als Gesetzgeber die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und den Verbraucherschutz ernst nehmen und viel für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land tun. Herzlichen Dank. Johannes Fechner für die SPD-Fraktion betont Freiheits- und Bürgerrechte. Der nächste Redner, Stefan Brandner für die AfD, Vorsitzender im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lassen Sie mich die 3 Minuten, die ich habe, dafür nutzen, einen kurzen Rückblick zu machen und einen Ausblick. Meine Damen und Herren, wir hatten als AfD viele vernünftige Forderungen im Wahlkampf. 2 Forderungen waren: Sie, also Angela Merkel, muss weg, und er, also Heiko Maas, muss weg. Und wenn ich auf die Regierungsbank schaue, meine Damen und Herren, waren wir damit vollständig erfolgreich. Sie ist weg, gleichwohl nicht ganz, sondern wahrscheinlich nur woanders. Und er ist weg, aber zumindest aus seinem Amt entfernt und nicht mehr Justizminister. Meine Damen und Herren, von Anfang an war Heiko Maas eine Fehlbesetzung. Er ist durch nichts qualifiziert als durch seinen Ziehvater Lafontaine, der ihn im Saarland hat groß werden lassen. Er ist für jeden Anzug zu klein und auch für jedes politische Amt. Anders kann man das wirklich nicht sagen. Dubiose Skandale aufgefallen, dubiose Finanzierung der saarländischen Landtagsfraktion bei irgendwelchen Fußballmannschaften mit dem Namen Tote Hosen oder Braune Hosen. Ich weiß nicht genau, wie die Mannschaft im Saarland da hieß. Mit Skandalen ins Amt gekommen und dann versagt auf ganzer Linie, sei es bei der Mietpreisbremse, sei es bei der Frage, wie Maklergebühren umgelegt werden auf den Mieter, und sei es bei der Frage Netzwerkzersetzungsgesetz, dieses unsäglichen Zensurgesetzes, was wir als AfD bekämpfen werden bis zum Letzten, bis dieses Gesetz verschwunden ist. Herr Maas hat versagt auf ganzer Linie und wurde nun entsorgt in das Außenamt. Und ich bin sicher, auch da ist ihm der Anzug, den er angezogen hat, viele Nummern zu groß. Herr Maas ist dann geflüchtet. Ich habe mir den Zeitablauf mal angesehen. Seit dem 31.01.2018 bin ich Vorsitzender des Rechtsausschusses. Da hat Herr Maas wahrscheinlich ihn die Panik gepackt. Und 6 Wochen später war er dann weg. Im März 2018 hat er das Amt gewechselt. Ich glaube, er hatte einfach Angst vor der Auseinandersetzung mit mir und mit uns von der AfD im Rechtsausschuss. Da wurde ein neuer Posten für ihn gefunden und er wurde im Außenamt gefunden. Meine Damen und Herren, Sie sehen daran, im Kleinen AfD wirkt. Herr Maas ist weg. Herr Maas ist jetzt sehr häufig, sehr weit und sehr viel weg. Das ist gut für Deutschland, zumindest gut für die deutsche Rechts- und Justizpolitik, meine Damen und Herren. Das war der Rückblick. Der Ausblick ist etwas erfreulicher, Frau Barley. Wir haben ja schon im Ausschuss nebeneinander gesessen. Also Sie haben den Schneid gehabt, im Ausschuss neben mir zu setzen. Und wenn Sie mal ehrlich sind, so schlimm war das doch gar nicht, oder? Und der Kollege Hohmann hat das ja schon gesagt. Wir gehen Ihnen mit ausgestreckten, offenen Armen entgegen und sagen, Frau Barley, wir bringen Ihnen einen Vertrauensvorschuss entgegen und hoffen, Frau Barley, dass Sie ihn nutzen im Sinne einer guten Zusammenarbeit und im Sinne einer guten Rechtspolitik und Justizpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Also unser Angebot steht. Ich greife den Kollegen Hohmann auf. Herzlich willkommen bei uns im Ausschuss, bei mir im Ausschuss. Ich denke mal, es wird was mit uns politisch, meine Damen und Herren. Wir sind nicht mit allem einverstanden, aber die Rechts- und Justizpolitik ist nun mal weder rot noch schwarz und auch nicht blau. Und das ist auch gut so. Wir sind nicht mit allem einverstanden. Es gibt so merkwürdige Haushaltsposten. Ich habe mir mal einen rausgesucht, den mit der Nummer 68501-059 Nummer 6. Den werden wir uns mal genau angucken. Vielleicht finden wir auch noch die ein oder andere Diskrepanz. Aber ich denke mal, wenn wir den Rechtsstaat in Deutschland verteidigen und ausbauen wollen, dann sind wir auf der richtigen Linie. Und ich vermute mal, so wie ich Sie anschaue, Frau Barley, auch mit Ihnen. Vielen Dank. Der Vorsitzende des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, Stefan Brandner, AfD, mit überwiegend persönlichen Angriffen auf den Vorgänger von Katharina Barley als Justizministerin. Konkrete Aussagen zum Etat gab es keine, und das ist, sagen wir mal, eher ungewöhnlich für den Vorsitzenden eines Ausschusses. Die nächste Rednerin, Elisabeth Winkelmeier-Becker aus der Unionsfraktion, Sprecherin für Recht und Verbraucherschutz. Rechtsausschussvorsitzenden, darf ich Sie ganz herzlich begrüßen und die sachliche Debatte fortsetzen. Ich glaube, wir hatten gerade wieder einen Beweis für die Relativität der Zeit. 3 Minuten können wirklich dann auch extrem anstrengend sein, zu ertragen und zuzuhören.
Wir haben schon festgestellt, die Größe des Haushalts steht in keinem Verhältnis zur Bedeutung unserer Themen Recht und Verbraucherschutz. Wir sind uns sicher einig, dass der Wert einer unabhängigen Justiz fast mit Geld nicht zu messen ist. Wie so oft wird einem das Defizit oder der Wert erst dann bewusst, wenn es eben nicht rund läuft. National und international haben wir dafür Beispiele. Und ich möchte einfach diese Gelegenheit hier auch nutzen, den Unterschied einmal klarzumachen. Werfen wir einen Blick in die Vereinigten Staaten. Da haben wir einen gefestigten Rechtsstaat, der auch die Unabhängigkeit und die Stärke aufbringt, selbst Anordnungen des Präsidenten zurechtzurücken, wenn sie mit der Verfassung nicht übereinstimmen. Und dagegen der Blick in die Türkei, wo Anwälte, Richter, Staatsanwälte, selbst Bundesrichter aus dem Dienst entfernt werden, in Haft genommen werden und die Justiz alles mitträgt. Und auch der Blick nach Polen macht uns Sorgen, weil es dort auch um die Unabhängigkeit der Justiz geht. Und wir hoffen, dass da Reaktionen aus Brüssel und auch von den oberen Gerichten, EuGH und EGMR, da zu Korrekturen führen werden. Wir haben hier in Berlin am 24. und 25. Mai auf Einladung der Europäischen Richtervereinigung den Europäischen Justizgipfel zum Thema Unabhängigkeit der Justiz und Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit in Europa. Und ich denke, dass das auch genau der Rahmen ist, von dem das Signal ausgehen muss. Wer zu den zivilisierten Staaten gehören will, der muss rechtsstaatliche Standards einhalten. Und jede Regierung, die demokratische Legitimation für sich in Anspruch nimmt, muss auch aushalten, dass die Gerichte und die eigenen Gesetze sie an den eigenen Gesetzen und der Verfassung messen. Aber auch im Inland haben wir einiges zu tun, auf hohem rechtsstaatlichem Niveau. Daran dürfen wir hier als Rechtspolitiker überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen. Aber auch unsere Richter und Staatsanwälte stehen unter einem großen zeitlichen Druck. An ihrer Unabhängigkeit, auch an der der Anwälte, überhaupt kein Zweifel. Aber das Problem ist, dass Verfahren häufig zu lange dauern, weil Personalressourcen fehlen. Folge ist, dass Beschuldigte trotz dringenden Tatverdachts aus der Untersuchungshaft entlassen werden müssen, dass es wegen langer Verfahrensdauer zu Strafrabatten kommt, dass es zu Einstellungen und Strafbefehlen kommt, wo eigentlich eine mündliche Verhandlung der Sache besser gedient hätte. Mit der Folge, dass auch die, die letztendlich freigesprochen werden, unter einem langen, hinhaltenden Verfahren leiden und nicht zuletzt auch die Opfer mit dem Trauma der Straftat gar nicht abschließen können, solange das Verfahren läuft. Und dann lange Verfahren, unter denen jeder Bürger auch leiden kann, wenn es um familienrechtliche Entscheidungen geht, der Handwerker, der seinen Lohn einklagt, oder Wohnungskündigungen, Baugenehmigungen, Jobkündigungen. All das sind Bereiche, in denen die Bürger schnell auf ihren Rechtsschutz angewiesen sind. Und eine der Ursachen ist, dass eben am Personal gespart wurde. Der Deutsche Richterbund hat das berechnet. Die 2000 Stellen nach dem Bedarfsermittlungssystem PEPSI wurden schon angesprochen, plus die Stellen auch im nachgeordneten Bereich. Und genauso fehlt es auch hier und da an Ausstattung, an Büros und PCs gleichermaßen. Und deshalb ist es richtig, dass wir uns vorgenommen haben, das zu tun, was man an der Stelle mit Geld tun kann. Dazu haben wir den Pakt für den Rechtsstaat vereinbart. Ein Pakt, sagt der Name schon, das heißt, dass da mehrere zusammenwirken müssen. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe in der Tat des Bundes und der Bundesländer, in deren Verantwortung die Gerichte ja, ganz überwiegend liegen. Der Bund muss hier seinen Teil übernehmen. Das zeichnet sich ja auch schon ab in den zusätzlichen Stellen bei den Gerichten des Bundes und beim Generalbundesanwalt. Auch einige zusätzliche Mitarbeiter im Ministerium, was die genau machen sollen in dem Zusammenhang, das müssen wir sicher noch mal im Detail klären. Auf die dürfen wir aber sicherlich nicht warten, wenn es darum geht, die Vorlagen für die Ministerpräsidentenkonferenz zu schreiben, sondern das muss ganz, ganz schnell auch aus dem Haus Justizministerium kommen.
Neben Personal und Ausstattung geht es auch um die effizienten Verfahren. Und das ist nun wirklich erstens eine hohe Priorität, auch aus dem Koalitionsvertrag gewesen. Und es ist auch die eigene Zuständigkeit hier auf unserer Ebene. Und deshalb hat es mich schon gewundert, dass dieses Thema im Rahmen der Vorhabenplanung, die Sie uns vorgestellt haben, Frau Ministerin, dieser Woche im Rechtsausschuss überhaupt nicht vorgekommen ist. Ich glaube, da müssen wir uns doch noch mal verständigen über die Wichtigkeit auch dieses Ansatzes. Wir brauchen im Strafprozess Änderungen im Befangenheits- und Beweisantragsrecht bei Besetzungsrügen, den Großverfahren, die Bündelung der Nebenklage. Das sind Vorschläge des Strafkammertags aus der Praxis und ich denke, es stünde uns gut an, diese endlich auch aufzugreifen. Wir wollen im Verwaltungsprozess eine Reform der Zulassungsberufung prüfen. Das hätte den Vorteil, dass schnell Klarheit in Rechtsfragen geschaffen wird, auch in tatsächlichen Fragen. Was sind sichere Herkunftsländer und welche nicht? Daran könnte sich dann die untere Instanz eben orientieren. Das würde die Verfahren beschleunigen und die Rechtsprechung vereinheitlichen. Und ansprechen möchte ich auch nur kurz die Musterfeststellungstage, weil darüber werden wir vermutlich in der nächsten Sitzungswoche dann ausführlicher debattieren. Aber auch das gehört dazu, die Verfahren zu effektivieren, damit Verbraucher in diesen Fällen auch ihre Ansprüche möglichst gut klären und auch durchsetzen können. Wie gesagt, der Einzelplan 7 ist der mit Abstand kleinste. Politische Gestaltung beruht hier im Wesentlichen nicht darauf, dass wir Geld verteilen, Fördermittel verteilen, sondern darauf, dass wir gute Gesetze machen und fortschreiben, auf die die Bürger in ihrem Alltag, auf die die Unternehmen in ihrem Alltag angewiesen sind. Und ich möchte mit Blick auf die Uhr drei Beispiele nur ganz kurz anreißen. Ich denke, wir müssen den Blick richten auf Änderungen und Reformen im Personen- und Kapitalgesellschaftsrecht, Beschlussmängelrecht bei Aktiengesellschaften. Wir müssen verteidigen die hohen Standards an Klarheit und Wahrheit unserer Register, an notarieller Identitätskontrolle, wenn es darum geht, Online-Gründungen zu ermöglichen, wie die Europäische Union das plant. Und wir müssen wirklich schauen, welche Maßnahmen helfen, den Rechtsstandort Deutschland zu stärken. Wir möchten, dass unser Recht und unser Rechtsstaat auch für unsere Unternehmen ein positiver Standortfaktor ist. Ein weiteres Beispiel, wir müssen uns das Wohnungseigentumsgesetz anschauen. Von Miete war vorhin schon die Rede. Hier müssen wir Reformen machen, um zum Beispiel auch Renovierungen, altersgerechten Umbau, E-Anschlüsse für E-Autos und so weiter auch praktikabel zu machen. Und ein drittes Beispiel, wir müssen uns darum kümmern, dass sich Abmahnungen in Zukunft nicht mehr lohnen, wie es bisher ist. Es darf nicht darum gehen, dass es ein Geschäftsmodell gibt, wo man vor allem an den Gebühren und Vertragsstrafen verdient, anstatt sich vor allem um den Wettbewerbsverstoß zu kümmern. Also viel zu tun, auch mit wenig Geld. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Dr. Jürgen Martens. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, der jetzt zur Beratung anstehende Haushalt, er betrifft das BMJV, aber im Kern geht es um den Rechtsstaat. Und wir stellen fest, dass es ein einheitliches Verständnis seiner Aufgaben, seiner Stellung auch in diesem Haus so richtig nicht mehr gibt. Der Rechtsstaat, möchte ich vorwegschicken, ist ein Wert an sich und er ist kein politisches Instrument. Er ist kein Instrument für Verbraucherschutz. Er ist aber auch kein Instrument im Kampf gegen den Islam, meine Damen und Herren. Wenn wir uns den Haushalt anschauen, können wir Prüffragen stellen. Ich stelle hier drei. Hat die Bundesregierung Lösungen für die Probleme von heute, die funktionieren? Gehen Sie denjenigen Problemen nach, die uns morgen herausfordern? Und respektieren Sie die Rechte unserer Bürger? Nehmen wir zum Beispiel mal den Pakt für den Rechtsstaat. 2000 Richterstellen sollen geschaffen werden bei Bund und Ländern, in der Mehrzahl wohl bei den Ländern. Aber wie die Verteilung aussieht, das ist nicht klar und dem Haushalt auch nicht zu entnehmen, wie die Finanzierung langfristig aussehen soll. Als ehemaliger Justizminister eines Bundeslandes weiß ich schon, wie diese Spielchen laufen.
Da lassen sich Politiker in Berlin feiern für Pakte, die sie schließen, aber auf Kosten der Bundesländer, meine Damen und Herren. Das sieht weniger nach Pakt für den Rechtsstaat aus, das riecht nach Warschauer Pakt, meine Damen und Herren. Sie haben ehrgeizig die Musterfeststellungsklage auf den Weg gebracht, aber die muss bis 1.11. in Kraft treten. Ich weiß nicht, ob Sie das wirklich schaffen. Wenn nicht, richten Sie jedenfalls einen gewaltigen Flurschaden an, nämlich einen massiven Vertrauensverlust in den Rechtsstaat insgesamt. Und ich weiß nicht, ob Sie das wirklich schaffen, zumal Sie auch noch Register vorher einrichten wollen, meine Damen und Herren. Auch diese Ankündigung ist zwar vielleicht lobenswert, aber risikobehaftet. Die Frage weiter, respektieren Sie die Rechte der Bürger, etwa im Strafrecht? Hier möchten Sie Verfahren beschleunigen, das klingt zunächst unverfänglich und gut. Aber was sich da abzeichnet, lässt Sie erahnen, dass da mit Sicherheit keine neuen Rechte für Prozessbeteiligte geschaffen werden sollen, höchstens für die Staatsanwaltschaft. Meine Damen und Herren, nehmen wir die Bündelung der Nebenklagevertretung in umfangreichen Verfahren. Damit verbessern Sie nicht die Rechte von Opfern von Straftaten und ihren Angehörigen, Sie schränken sie ein. Sie schränken nämlich das Recht der freien Anwaltwahl ein dort. Und der Grund, der tatsächliche Grund, sind die manchen zu hoch erscheinenden Kosten der Nebenklage im NSU-Verfahren, meine Damen und Herren. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Konsequenz dieser Bundesregierung aus den NSU-Verfahren ist die Verkürzung von Opferrechten bei der Einschränkung der Anwaltswahl in der Nebenkläge. Ich hätte mir hier ganz andere Schlussfolgerungen der Bundesregierung aus dem NSU-Skandal und dem systematischen Versagen von Sicherheitsbehörden und Diensten gewöhnt als ein solches Vorgehen. Das nenne ich schäbig. Und wie die neuen angekündigten Regeln für die Beweiserhebung oder Verwertung aussehen sollen, ist auch nicht klar. Das Gleiche gilt für die Vereinfachung von Ablehnungsmöglichkeiten bei Befangenheits- und Beweisanträgen. Hier ist bisher noch keinem erklärt worden, was sich hinter dem Begriff missbräuchlich verstecken soll. Meine Damen und Herren, da passt es dann auch ins Bild, wenn aus Reihen der Großen Koalition Äußerungen kommen, das Einlegen von Rechtsmitteln sei Sabotage des Rechtsstaates. Das ist schon ein seltsames Rechtsstaatsverständnis, meine Damen und Herren. Rechtsstaat heißt Rechtsstaat, weil er den Menschen nicht nur Rechte gibt, sondern auch Rechtsmittel zu deren Verteidigung. Und wer hier von Sabotage spricht, der zeigt doch nur, dass Sie das für einen Rechtsstaat halten, was in Wirklichkeit bloß ein autoritärer Obrigkeitsstaat ist, der keinen Widerspruch duldet. Eine andere Frage ist, wie stellen Sie sich den Herausforderungen, die vor uns sind, etwa bei der Digitalisierung der Justiz? Dazu heißt es lapidar, wir werden die Digitalisierung der Justiz in allen Bereichen konsequent und einheitlich vorantreiben. Ende des Zitats, meine Damen und Herren. Das reicht nicht aus. Nach wie vor gibt es erheblichen Handlungsbedarf. Aber die gemeinsame Strategie der Bund-Länder-Kommission stammt weiter vom 16. März 2011. Die elektronische Akte soll eingeführt werden, ja, aber die Frist dazu lautet 1.1.2026. Da ist die Realität in der Wirtschaft weit, weit voraus, meine Damen und Herren. Und wir könnten erwarten, dass die Große Koalition sich diesem Problem anders stellt und wirklich effizient sie angeht. Meine Damen und Herren, die Freien Demokraten sind weiter eine Partei des Rechtsstaates. Aber Rechtsstaat ist für uns nicht der bevormundende Nanny-Staat und nicht der autoritäre Obrigkeitsstaat, sondern ein Staat, der die Rechte seiner Bürger respektiert und schützt, der Recht durchsetzt, statt ständig nur neue Gesetze zu erfinden und der den Menschen Sicherheit gibt und ihnen nicht von vornherein misstraut. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Jürgen Martens für die FDP-Fraktion hat demonstriert, dass man sich auch inhaltlich mit einem Ministerium auseinandersetzen kann. Das wird jetzt auch Niema Movasat machen für die Linksfraktion, Sprecher für Verfassungspolitik. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Große Koalition hat einen Pakt für den Rechtsstaat vorgelegt. Sie verstehen darunter fast ausschließlich die Schaffung neuer Stellen in der Justiz. Natürlich ist es gut, wenn wirklich diese Stellen kommen würden. Zuvor wurden ja jahrelang durch Union und SPD Richterstellen gestrichen. Doch ein Pakt für den Rechtsstaat muss doch mehr sein als Stellen. Er muss Bürgerinnen und Bürgerrechte schützen. Ich will Ihnen drei Punkte nennen, die in einen Pakt für den Rechtsstaat reingehören. Erstens,
die Stärkung von Bürgerbeteiligung. Die Forderung nach mehr Demokratie ist elementar für den Rechtsstaat. Immer mehr Menschen fragen sich, warum sie bloß alle 4 Jahre ein Kreuz machen dürfen, aber ansonsten nicht mitentscheiden können. Wir brauchen mehr Demokratie. Wir brauchen Volksabstimmungen. Die Linke hat dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt. Dieser schützt auch die Grundrechte und Minderheiten durch eine Vorabprüfung des Bundesverfassungsgerichts. Die Große Koalition aber hat die Frage direkter Demokratie in eine Expertenkommission versenkt. Das, liebe SPD, die Sie im Wahlkampf für mehr Demokratie getrommelt haben, ist leider ein ganz schlechter Deal. Und zweitens gehört in einen Pakt für den Rechtsstaat das Aus für die Vorratsdatenspeicherung. Das Oberverwaltungsgericht NRW sagt mit guten Gründen, dass sie gegen Europarecht verstößt. Die Vorratsdatenspeicherung stellt Menschen unter Generalverdacht, und das ist eines Rechtsstaates unwürdig. Drittens muss ein Pakt für den Rechtsstaat für Entkriminalisierung sorgen, wo dies nötig ist. Das Strafrecht soll nur Verhaltensweisen sanktionieren, die besonders verabscheuungswürdig sind. Es hat keine Logik, dass Falschparken nur eine Ordnungswidrigkeit ist, aber Schwarzfahren eine Straftat. Beides hat ungefähr den gleichen Unrechtsgehalt, einen sehr geringen. Oder das Containern, wenn also Menschen Lebensmittel aus Mülltonnen von Supermärkten nehmen. Das wird absurderweise als Diebstahl behandelt. Beide Delikte, Schwarzfahren und Containern, werden meist aus Armut begangen, und Armut darf keine Straftat sein. Genauso absurd ist es, wenn Menschen wegen ein paar Gramm Cannabis, die sie mit sich führen, bestraft werden. Dabei ist Cannabis nicht gefährlicher als Alkohol, der jährlich 70.000 Menschen tötet. Wir brauchen endlich eine Entkriminalisierung für den Besitz geringer Mengen Cannabis. Meine Damen und Herren, wir diskutieren hier schon eine Weile die Abschaffung des § 219a StGB. § 219a StGB verbietet ja sogar, dass Ärzte überhaupt darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Das erschwert Frauen, in einer emotional schwierigen Situation Hilfe zu finden, und außerdem beeinträchtigt es die freie Arztwahl. Auch Sie von der SPD wollen die Norm streichen. Es hätte längst geschehen können. Es gibt eine Mehrheit in diesem Hause hier. Also geben Sie sich doch einen Ruck und lassen Sie sich nicht länger von der Union in dieser Gewissensfrage gängeln. Und dann noch zur SPD. Sie sollten sich schon überlegen, wie Sie mit einer faktisch verfassungsfeindlichen Gruppierung in Ihrer gemeinsamen Koalition umgehen wollen, die sich unsäglicher Begriffe wie Anti-Abschiebeindustrie bedient. Was da aus der CSU kommt, ist ein ungeheurer Frontalangriff, nicht nur auf Geflüchtete, die ihre Rechte wahrnehmen, sondern auch auf die Anwaltschaft. Und die Ankerzentren für Geflüchtete, die Innenminister Seehofer plant, die stehen in dieser Linie. Solche Ankerzentren werden nämlich dazu führen, dass Geflüchtete schwieriger einen Rechtsanwalt finden. Schon das ist ein No-Go. Aber zudem plant Ihr Innenminister, in diesen Zentren kurzen Prozess mit den Geflüchteten zu machen. Da soll offenbar die Grenze zwischen der Verwaltung und der zur Kontrolle berufenen Justiz verwischt werden. Damit wird die Gewaltenteilung infrage gestellt. Die geplanten Ankerzentren sind ein Angriff auf den Rechtsstaat. Und da sage ich, liebe Frau Barley, da sind Sie gefordert als Justizministerin, Ihrem Kollegen Seehofer die Obergrenze für rechtsstaatswidriges Verhalten aufzuzeigen. Dankeschön. Niema Movasat für die Linksfraktion, ein wenig Polemik hat er dann auch untergebracht in seinem Redebeitrag. Die nächste am Pult wird sein Tabea Rösner, verbraucherpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ministerin! In Ihrer Antrittsrede haben Sie gesagt, wir befänden uns in einer Situation David gegen Goliath, einzelne Nutzer gegen die geballte Wirtschaftsmacht. Und deshalb bräuchte es Rechtsstaat und Verbraucherschutz, um dieses Machtgefälle auszugleichen. Aber wo sind denn nun die wichtigen Projekte in Ihrem Haushalt? Andere Ressorts haben bereits Schwerpunkte gesetzt und aufgestockt, aber Ihre Handschrift kann ich nicht erkennen. Das ist nicht nur bedauerlich, es ist angesichts immer neuer, teils aggressivster Geschäftspraktiken, gerade im Internet, geradezu fahrlässig. Ihre Versprechen im Koalitionsvertrag sind eine Neuauflage von Vorhaben, die in der letzten Legislatur
verschludert wurden. Einzig die Musterfeststellungsklage bringen Sie jetzt auf den Weg, viel zu spät. Und dann kürzen Sie den Verbraucherorganisationen auch noch das Geld. Ausgerechnet dem VZBV, der die Klage für die betrogenen Dieselhalter ja jetzt auf den Weg bringen muss. Das müssen Sie mir erst mal erklären. Anderes Beispiel. Explodierende Mieten. Seit Monaten reden Sie davon, die Mietpreisbremse nachschärfen zu wollen. Konkrete Vorschläge? Keine. Nicht mal eine Infokampagne, die Mieter über ihre Rechte aufklärt, steht in Ihrem Haushalt. Und wo bleiben Ihre Initiativen, um Verbraucher gegen Abzocke im Bereich Inkasso oder bei unerlaubter Telefonwerbung zu schützen? Eine weitere Leerstelle gibt es beim nachhaltigen Konsum. Da setzen Sie die erfolglose Politik der runden Tische und der Eigenverantwortung der Wirtschaft fort. Das nützt nicht den Verbrauchern und das nützt schon gar nicht der Umwelt oder den Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Und der digitale Verbraucherschutz ist das Riesenthema, das ganz oben auf die Agenda muss. In einer zunehmend digitalen Welt, in der unsere Informations- und Konsumsverhalten immer mehr durch Algorithmen bestimmt wird und Daten zur Währung werden, müssen die Rechte von Verbrauchern deutlich gestärkt werden. Sicher, da gibt es lobenswerte Ansätze, wenn Sie Hersteller intelligenter Haushaltsgeräte zu mehr Datenschutz verpflichten wollen. Aber es braucht eben mehr Transparenz, Interoperabilität und eine gestärkte Aufsicht. Das alles muss jetzt dringend angegangen werden. Und stattdessen wurde der Datenschutz jahrelang ausgebremst. Die Vorratsdatenspeicherung wurde auch schon erwähnt, eingeführt. Und weder gegen Sicherheitslücken noch gegen Scoring oder Tracking vorgegangen. Und auch die Äußerungen der Kanzlerin zu Dateneigentum oder zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung bereiten mir da eher Sorgen. Und in Brüssel blockieren Sie die E-Privacy-Verordnung. Dabei wäre das doch ein scharfes Schwert gegen die Goliaths dieser Welt. Der Fall Cambridge Analytica hat gezeigt, wohin es führt, wenn man Internetkonzernen einfach so freien Lauf lässt. Missbrauch und Manipulation müssen verhindert werden, insbesondere bei der politischen Meinungsbildung. Und das rührt nämlich an den Grundfesten unserer Demokratie. Und da hilft übrigens auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht weiter. Ganz im Gegenteil, es wurden bereits zahlreiche Beiträge unrechtmäßig gelöscht. Wir brauchen aber eine Überarbeitung, vor allem ein Recht auf Wiedereinstellung. Nach dem Datenskandal haben Sie sich, Frau Ministerin, enttäuscht gezeigt, dass Facebook die Datenschutzgrundverordnung nun doch nicht weltweit anwenden will. Das darf Sie doch nicht wirklich verwundern. Das Einzige, was profitorientierte Konzerne wie Facebook in die Schranken weist, ist sicher nicht ein nettes Kaffeekränzchen, sondern knallharte Regulierung. Und hier hat die Bundesregierung bisher leider total versagt. Frau Ministerin, ich würde mich ja freuen, wenn Sie es anders machen würden als Ihre Vorgänger und Verbraucherrechte auch wirklich stärken würden. Das braucht Kreativität und Mut. Nur so kann David Goliath auch tatsächlich in die Knie zwingen. Daher gebe ich Ihnen gerne den Rat Hegels mit auf den Weg. Die Wahrheit einer Absicht ist die Tat. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Esther Dilcher für die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Barley, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren der AfD. Der Einzelplan 07, haben wir schon gehört, ist ein mit Ausgaben, ich will die Zahl auch mal nennen, 782 Millionen, vergleichsweise kleiner Haushalt, der aber mit Einnahmen von 569 Millionen Euro zugleich auch die höchste Deckungsquote aller Einzelpläne aufweist. Darüber hinaus ist er sehr personalgeprägt, das heißt 65% der Ausgaben investieren wir schon allein für Personal. Ich kann die Worte der Frau Ministerin nur unterstreichen. Wir legen einen soliden und an den Interessen der Bürgerinnen und Bürger orientierten Haushalt vor. Einen Haushalt, der
insgesamt davon profitiert, dass es uns hier in Deutschland wirtschaftlich sehr gut geht. Und Investitionen sind gerade in dieser Zeit richtig. Es sind richtungweisende Investitionen in die Zukunft unseres Landes. Und wann, wenn nicht jetzt, lohnt es sich, neue Aufgaben und Herausforderungen tatkräftig und finanziell anzugehen. Das ist die Handschrift sozialdemokratischer Politik. So auch im Einzelplan 07 für Recht und Verbraucherschutz. Die Große Koalition wird dafür Sorge tragen, zusätzliche Aufgaben, zum Beispiel durch Digitalisierung, durch die immer umfangreicheren Prüfungen von Patentanmeldungen, durch das Netzdurchsetzungsgesetz und die Marktwächter im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger auch zu erledigen. Der Pakt für den Rechtsstaat ist jetzt hier von fast jedem angesprochen worden und ich möchte den auch noch mal beleuchten. Ein ausgesprochen wichtiges und meines Erachtens besonderes Vorhaben der Koalition im Bereich Recht und Verbraucherschutz, weil, wie Frau Winkelmeier-Becker das schon angesprochen hat, es hier die Zusammenarbeit benötigt von Bund und Ländern. Und die wollen wir auch unterstützen. Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern zum einen transparent machen, wie wichtig ein funktionierender Rechtsstaat für unsere Demokratie ist und andererseits auch das Vertrauen weiter stärken in unser Rechtssystem und insbesondere in eine unabhängige Rechtsprechung. Und wenn dann auf der einen Seite uns vorgeworfen wird, dass wir zu viel Geld ausgeben für Informationen, finde ich es doch schon sehr verwunderlich, dass hier jetzt gerade gerügt wurde, dass wir viel zu wenig darüber informieren, wie zum Beispiel die Mieterrechte gestärkt werden können. Also da sollte man sich vielleicht dann auch mal absprechen, ob wir mehr informieren und die ganzen Dinge transparenter machen sollen oder ob wir weniger informieren. Daher begrüße ich es sehr, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns mit dem Koalitionspartner auf das Sofortprogramm Personal verständigen konnten. Bei den Berichterstattergesprächen war der Personalhaushalt ja normalerweise keine Grundlage, weil da noch ganz viel auszuhandeln ist. Ausnahme hier bei uns in unserem Einzelplan mit dem Sofortprogramm Personal. Dies wird nicht nur zusätzliche Richterstellen bringen, sondern auch, wie wir schon gehört haben, zusätzliches Personal in der Verwaltung. Wohin mein Kollege Dr. Fechner hat es als den Maschinenraum des Rechts bezeichnet. So können wir nämlich unter anderem Verfahren beschleunigen. Das ist tatsächlich etwas, was bei uns noch zu kritisieren ist. Aber ich meine, 100% werden wir nie erreichen, aber man sollte es zumindest anstreben. Eine moderne Gesellschaft braucht ein modernes Recht. So ist es in unserem Koalitionsvertrag formuliert. Ich möchte hierzu mal ein Beispiel etwas ausführlicher auch formulieren, vielleicht auch mal für die Gäste auf der Tribüne. Wir haben hier im Haus vor einiger Zeit über die Einführung des sogenannten Wechselmodells als Regelmodell diskutiert. Das heißt, es soll angeordnet werden vom Gesetz, dass nach der Trennung die Eltern sich abwechselnd um die Kinder kümmern. Wir wollen als SPD-Fraktion zum Beispiel keine Festlegung im Gesetz und haben das hier auch ganz klar und eindeutig formuliert, weil das Gesetz mittlerweile alle Möglichkeiten vorsieht, die konkret auf die einzelnen Familien Bezug nehmen. Darauf ist aber zum Beispiel die Juristenausbildung gar nicht ausgelegt. Wir werden als Juristen ausgebildet, um den Beruf eines Richters, also eines Entscheiders, auszuüben. Nicht aber die streitige Entscheidung fördert das Kindes- und Familienwohl, wenn sich ein Elternteil dann hinterher als Verlierer fühlt. Hier ist die Vermittlung in diesem Konflikt erforderlich, um die Eltern bei der Erarbeitung einer gemeinsamen Lösung zu unterstützen. Und hierfür ist es erforderlich, dass wir die Fort- und Weiterbildung von Richterinnen und Richtern und anderen am Verfahren Beteiligter stärken. Deshalb freut es mich außerordentlich als Familienrechtlerin, dass umfassende Schulungen im Bereich der Justiz finanziell gefördert werden. Insgesamt ist allerdings auch zu überlegen, es war schon so andeutungsweise mit der Richterausbildung und dem Richtergesetz angeklungen, ob wir diese Ausbildung mal auf den Prüfstand stellen. Außerdem werden wir die Digitalisierung weiter fördern. Alles in allem bei diesem kleinen Haushalt ganz große Herausforderungen.
Ich bin überzeugt, dass die Ministerin diese beherzt und kraftvoll angehen wird. Und dabei werden wir sie unterstützen. Glück auf. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Für die AfD-Fraktion hat das Wort der Kollege Dr. Lothar Mayer. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn eine neue Bundesregierung ins Amt kommt, dann darf man erwarten, dass auch auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes, und darüber möchte ich sprechen, nicht nur das relativ hohe Niveau, Schutzniveau, das wir in Deutschland haben, bewahrt wird, sondern dass es ausgebaut und dass es insbesondere an die sich wandelnden sozialen, wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten angepasst wird. Der Einzelplan 07 gibt dafür in den wenigen verfügbaren Zahlen nicht viel her, auch wenn die Ministerin heute in diesem Hause und davor auch im Ausschuss schon weitere Erläuterungen gegeben hat. Aber es gibt den Koalitionsvertrag, und der enthält immerhin 15 mehr oder weniger konkrete Aussagen zur Verbraucherpolitik, die vielleicht noch nicht die Handschrift der Ministerin tragen, aber sie bilden immerhin den vorläufig verbindlichen Handlungsrahmen der Verbraucherpolitik der Großen Koalition. Aus Zeitgründen darf ich ein paar wenige dieser 15 Programmpunkte herausgreifen, damit Sie sehen, in welche Richtung das geht und ob das überhaupt in irgendeine Richtung geht. Da heißt es, ich zitiere mit Genehmigung, wir werden die Verbraucherrechte bei ambulanten Pflegeverträgen stärken. Vorfälligkeitsentschädigungen bei Immobilienkrediten müssen angemessen sein. Dynamische Preisbildung muss Verbraucherinnen und Verbrauchern nach klaren Regeln transparent dargestellt werden. Anbieter des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs werden dazu verpflichtet, eine Schnittstelle für Portale bereitzustellen, die Information und Buchung integrierter Mobilität, wie zum Beispiel Tickets deutschlandweit, ermöglicht. Die Verbraucherzentralen werden mit der Fortsetzung der Bereitstellung von Materialkompassen beauftragt. Die Arbeit des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen wird fortgesetzt. Was wir hier sehen, das ist ein Flickenteppich von Einzelmaßnahmen, die in keinem inneren Zusammenhang stehen und die obendrein in vielen Fällen nichts weiter darstellen als die Fortführung von Maßnahmen, von Projekten, die es schon seit Jahren gibt. Was daran neu sein soll, das müssen Sie uns schon erst noch erklären. Es mag ja sein, dass viele dieser Einzelmaßnahmen jeweils für sich genommen sinnvoll sind, aber sie stehen in keinem inneren Zusammenhang. Es ergibt sich kein verbraucherpolitisches Profil daraus. Schwerpunkte werden nicht gesetzt. Wissen Sie, das kommt mir so vor, als wenn einer aus der Großen Koalition sagt, wir basteln uns ein Verbraucherprogramm. Konzept haben wir keins, macht aber nichts. Wir nehmen ein paar Punkte von den Verbraucherzentralen, wir nehmen ein paar Punkte vom Deutschen Mieterbund, wir nehmen ein paar Punkte vom Bund der Versicherten. Damit es nicht so einseitig ist, nehmen wir noch was dazu von der BaFin, von den Verbänden der Verkehrswirtschaft und denen der Anbieter. Das Ganze verrühren wir zu einem Kessel Buntes und kleben ein Etikett drauf, verbraucherpolitisches Programm der Bundesregierung. Das allerdings, meine Damen und Herren, war natürlich kein Programm. Es ist bestenfalls eine Collage aus Versatzstücken der Programme Dritter, ein Programm aus zweiter Hand, und das ist alleine schon ein Offenbarungseid. Kein Wort findet sich darin über Fragen, die die Verbraucher heute sehr stark beschäftigen, etwa über die Folgen des explodierenden Online-Versandhandels, über die rechtlichen Fragen, die sich daraus ergeben, über die Fragen der Versorgungssicherheit, die auch damit zusammenhängen, auch gerade beim grenzüberschreitenden Online-Handel. Herr Kollege, denken Sie an Ihre Zeit, bitte. Ich komme gleich zum Ende, der sich ausbreitenden elektronischen Zahlungsverfahren. Ich hoffe, Frau Ministerin, Sie orientieren sich nicht an den Collagekünstlern, sondern an solchen Pionieren des Verbraucherschutzes. Ich denke hier an Anke Martini, Käthe Strobel. Das waren Politikerinnen aus Ihrer Partei, die Strukturen geschaffen haben, die bis heute Bestand haben. Legen Sie ein innovatives, zusammenhängendes
Programm der Verbraucherpolitik vor. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion. Und Alexander Hoffmann ist Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, die zwei Besonderheiten des Einzelplans 07, die sind schon angeklungen. Zum einen ist es der kleinste Etat mit gerade mal 782 Millionen. Aber gerade dieser Umfang darf keinen Rückschluss zulassen auf die Bedeutung dieses Themenfelds. Und ich glaube, dass das die heutige Debatte sehr deutlich gemacht hat. Rechtspolitik ist mittlerweile auch Gesellschaftspolitik. Und ich will die zweite Besonderheit auch noch gleich hinten anstellen. Es ist, auch das ist schon angeklungen, der Einzelplan mit dem höchsten Eigendeckungsgrad. Diesen Ausgaben von 782 Millionen stehen nämlich Einnahmen durch Gebühren in Höhen von 568 Millionen geschätzt für dieses Jahr gegenüber. Und die Einnahmen steigen. In 2017 waren es 541 Millionen. Und wenn wir jetzt schauen, welcher Bereich leistet denn den größten Beitrag bei diesen Einnahmen, dann ist es das Deutsche Patent- und Markenamt. Dort belaufen sich nämlich die Gebühreneinnahmen aus der Patentanmelde- und Schutzverfahren in 2017 schon auf 386,5 Millionen und geschätzt für 2018 sind es 410 Millionen. Und wir wissen alle, die Zahl der Anmelde- und Schutzverfahren steigt. Und diejenigen, die in der letzten Ausschusssitzung waren, die wissen, worauf ich hinaus will. Wir sollten uns deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr gut in den weiteren Beratungen überlegen. Und Frau Ministerin, ich bin froh, dass ich da bei Ihnen ja an eine offene Tür geklopft habe im Ausschuss. Wir sollten uns wirklich sehr gut überlegen, ob wir gerade beim Deutschen Patent- und Markenamt in diesem Haushalt keinerlei Stellenaufwuchs vornehmen. Wir wollen alle hier in Deutschland Wirtschafts- und Forschungsstandort sein. Und dann ist es nicht zeitgemäß, ich will fast sagen, nicht angemessen, wenn Anmelde- oder Schutzverfahren teilweise bis zu 6 Jahre dauern. Rechtspolitik ist Gesellschaftspolitik, sie ist aber auch Sicherheitspolitik. Und deswegen bin ich froh, dass wir im Koalitionsvertrag einen weiteren Baustein dafür gelegt haben, dass wir Kinder und Jugendliche im Internet besser vor sexuellen Übergriffen schützen wollen. Wir haben nämlich vereinbart, dass wir den untauglichen Versuch, so heißt es juristisch, des Cybergroomings unter Strafe stellen wollen. Entschuldigung, Herr Kollege. Liebe Kolleginnen und Kollegen, könnten Sie bitte etwas leiser sein und dem Kollegen zuhören, damit wir zügig zum Ende kommen? Vielen Dank, Herr Präsident. Ich will für die Zuschauerinnen und Zuschauer kurz erläutern, was sich hinter diesem Begriff Cybergrooming verbirgt. Das ist das Anbandeln im Internet mit Minderjährigen zum Zwecke der sexuellen Kontaktaufnahme, sei es das Austauschen von Bildern oder das Verleiten zu irgendwelchen sexuellen Handlungen oder später auch zu treffen. Das fand früher vor der digitalen Welt nur in Einzelfällen statt. Der Täter musste sich platzieren vor Schulen, vor Kindergärten, vor Spielplätzen und war dort immer dem Risiko der Entdeckung ausgesetzt. Aber im digitalen Zeitalter ändert sich das. Diese Vorfälle haben wir heute hundertfach in deutschen Kinderzimmern, in deutschen Jugendzimmern, abends im Internet. Sie kennen alle sicher die dementsprechende mediale Berichterstattung dazu, wo sich zum Beispiel eine Lisa 12 einklickt in eine Schülerplattform und tatsächlich binnen Minuten hat sie mehrere Kontaktanfragen von Männern, die sie verleiten wollen, Bilder zu schicken, die sie verleiten wollen, sich mit ihr zu treffen. Und die Ermittler haben uns immer gesagt, wir brauchen den Ermittlungsansatz, dass ein Beamter sich an den Computer setzen kann, sich ausgeben kann als Lisa, 12 Jahre alt, und dort dann auch die Chance hat, mit den Tätern Kontakt aufzunehmen, um diese dingfest zu machen. Das Problem dabei war aber, wenn es dann zu entsprechenden Handlungen kommt, dann ist der Beamte eben kein taugliches Tatobjekt und Sie können das nicht weiter verfolgen. Und wir haben in der letzten Debatte, in der letzten Koalitions
Phase in den letzten 4 Jahren sehr intensiv, da können Sie sich daran erinnern, darüber diskutiert. Wir hatten ein Fachgespräch und es war für uns lange nicht nachvollziehbar, obwohl aus der Praxis so eindeutige Rückmeldungen kamen, dass der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas sich so beharrlich geweigert hat, die Strafbarkeit aufzunehmen. Und deswegen sind wir umso dankbarer, dass das jetzt in den Koalitionsverhandlungen gelungen ist. Und Frau Ministerin, wir hoffen inständig, dass dieses Projekt einer der obersten Punkte in Ihrer Prioritätenliste sein wird. Wenn wir aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, über die Handlungsfelder im digitalen Zeitalter reden, dann sollten wir auch noch einmal darauf zu sprechen kommen, was es bedeutet, wenn wir uns im Koalitionsvertrag vornehmen, Schutzlücken im Darknet schließen zu wollen. Der Kollege Habert hat heute schon dankenswerterweise das Problem der Kinderpornografie angesprochen. Und da muss man wissen, dass Kinderpornografie mittlerweile fast ausschließlich nur noch im Darknet gehandelt wird. Und das Problem der Ermittler ist, dass sie in solche Tauschbörsen nicht reinkommen, weil man in diese Tauschbörsen, ins Darknet, nur reinkommt mit einer sogenannten Keuschheitsprobe. Das heißt, man muss selbst kinderpornografisches Material hochladen. Und damit macht sich der Beamte, der Ermittler, selbst strafbar. Und deshalb bin ich dem Vorstoß vom bayerischen Justizminister Winfried Bausbach sehr dankbar, der öffentlich die Überlegung angestellt hat, ob wir hier nicht Regelungen schaffen, dass Ermittler straffrei dieses Material, vielleicht auch gefälschte Kinderpornos, hochladen können, weil wir nur so effektiv Kinderpornografie im Netz bekämpfen können. Und auch dort hoffe ich auf eine fruchtbare Diskussion im Bundesrat und später auch hier. Und am Ende, Kollege Brandner, eine persönliche Bemerkung an Sie. Ich will Ihnen ja konstatieren, dass Sie mittlerweile den Rechtsausschuss ganz vernünftig leiten. Aber ich will Ihnen schon auch sagen, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ein Ausschussvorsitzender in einer Haushaltsdebatte an dieses Podium tritt und 3 Minuten lang derhalb inhaltsleer vorträgt. Stattdessen haben Sie die 3 Minuten vollgemüllt mit persönlichen Ressentiments gegen bestimmte Personen. Da glaube ich, da können Sie noch besser werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alexander Hoffmann war das für die Unionsfraktion. Und jetzt kommen wir hier zum letzten Redner zu diesem Einzelplan für Justiz und Verbraucherschutz. Das ist ja der dem Kollegen Markus hier an diesem Tage der zweite Einzelplan, der gelesen wird. Es folgen ja noch 3 weitere hier an diesem 3. Tag der Haushaltsberatung. Aber wie gesagt, jetzt erstmal Markus Uhl für die Unionsfraktion hier zu diesem Einzelplan Justiz und Verbraucherschutz. Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, da ich die Aufgabe des Berichterstatters für meine Fraktion für den Einzelplan 07 neu übernommen habe, war es mir ein besonderes Anliegen, mir einen persönlichen Eindruck von der Arbeit der Behörden und der Institutionen der Gerichte im Geschäftsbereich auch zu verschaffen. Da habe ich im Vorfeld dieser Beratung fast alle Behörden persönlich besucht und bin mit den jeweiligen Leitungen intensiv ins Gespräch gekommen. Und ich kann Ihnen berichten, dass ich mich davon überzeugen konnte, dass in allen Behörden, in allen Einrichtungen, in allen Gerichten und auch im Ministerium hochmotivierte Mitarbeiter am Werk sind, Richter, Staatsanwälte, Beamte, die sich jeden Tag aufs Neue engagiert für unseren Rechtsstaat und für den Verbraucherschutz einsetzen. Und an dieser Stelle möchte ich auch dafür ganz herzlich danken. Ja, auf die Zahlen ist ja schon intensiv eingegangen worden. Der Haushalt des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz mit dem Geschäftsbereich ist im Vergleich zum Bundeshaushalt sehr, sehr klein. Das ist der kleinste Einzelplan. Die Einnahmen steigen im Vergleich zu 2017 um 5% und die Ausgaben sinken sogar um 6,7%. Warum ist das so? Das liegt an einem Einmaleffekt, den wir schon vergangene Legislaturperiode im letzten Haushalt 2017 vollzogen haben. Da haben wir nämlich das Stiftungsvermögen der Stiftung Warentest um 90 Millionen Euro erhöht. Und das ist gut angelegtes Geld, wie ich finde, meine Damen und Herren, führt es doch dazu, dass die Stiftung Warentest noch unabhängiger agieren kann und dass wir den jährlichen Bundeszuschuss auch schrittweise zurückfahren können. 98% aller Deutschen kennen die Stiftung Warentest und von diesen vertrauen ihr 82% stark oder sogar sehr stark. Und die Einrichtung der Stiftung geht übrigens zurück auf eine Initiative dieses Hohen Hauses aus dem Jahr 1964. Seitdem sind mehr als 100.000 Produkte getestet worden nach
wissenschaftlichen Kriterien kritisch, neutral und unabhängig. Das ist Verbraucherinformation und Verbraucherschutz im besten Sinne. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte wirklich um Ruhe. Hören Sie dem Kollegen doch zu. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, auch die Vertretung der Verbraucher, der Verbraucherzentrale Bundesverband wird ebenfalls durch den Bund institutionell gefördert. 11,5 Millionen Euro stehen dazu bereit. Der deutsche Verbraucherschutz findet in vielen Teilen der Welt Beachtung, und daher werden wir den Verbraucherschutz wie im Koalitionsvertrag auch weiter ausbauen. Einige Beispiele wurden schon genannt. Ich gehe noch mal ein auf die Marktwächter, die wir verstetigen wollen und die wir auf rechtliche Grundlagen stellen wollen. Und bei den Informationen für die Verbraucherinnen und Verbraucher haben wir mit 19 Millionen Euro ein sehr, sehr hohes Niveau, wie ich finde, erreicht. Dieses Niveau wird gehalten. Seit 2014 haben sich die Mittel dafür nahezu verdoppelt. Und als Haushälter sage ich hier an dieser Stelle aber auch, wir werden da genau hinschauen, an dieser Stelle und an anderen, da durchaus Positionen im Haushaltsplan enthalten sind, an denen Mittel in der Vergangenheit eben nicht vollständig verausgabt wurden, und wir dann darüber reden müssen, warum das so ist. Sie sehen, die Koalition bekennt sich klar zu einem Verbraucherschutz auf internationalem Spitzenniveau. Das wird im Koalitionsvertrag und im vorliegenden Haushaltsentwurf deutlich. Das deutsche Rechtssystem steht auf sicheren Füßen. Das Justizbarometer 2017 der Legal Tribune beschreibt die Situation in der deutschen Justiz mit den Worten gutes Ansehen und finanziell solide ausgestattet. Und das war auch mein Eindruck bei den Vororttherminen in den Einrichtungen, Behörden und Gerichten. Aber machen wir uns nichts vor. In der heutigen Zeit benötigen wir mehr denn je einen starken Rechtsstaat und ein konsequentes Rechtssystem. Denn nur der Rechtsstaat verspricht Freiheit, Sicherheit, Ordnung und Gerechtigkeit. Daher haben wir im Koalitionsvertrag unter anderem den Pakt für den Rechtsstaat von Bund und Länder vereinbart. Und er wurde ja an dieser Stelle auch schon mehrfach angesprochen. Kern des Pakts für den Rechtsstaat ist der Dreiklang aus mehr Personal, besserer Ausstattung und beschleunigten, effizienteren Verfahren auf allen Ebenen der Sicherheitsbehörden. Und das wird auch im vorliegenden Einzelplan 07 deutlich, dass wir da in den Einstieg gehen. Aber ein funktionierendes Rechtssystem, meine Damen und Herren, ist für viele heute eine Selbstverständlichkeit geworden. Die historische Entwicklung, der Kampf um einen funktionierenden Rechtsstaat ist vielen darüber kaum noch im Bewusstsein. Und ein Blick in die deutsche Geschichte lehrt, dass ein funktionierendes Rechtssystem mit freiheitlich-demokratischer Gesetzgebung, unabhängiger Justiz eben keine Selbstverständlichkeit ist. Nur eine Minderheit der Staaten weltweit hat ähnliche Standards, wie wir sie heute in Deutschland als selbstverständlich erachten. Und diese Standards sind also keineswegs für immer stabil, garantiert, sondern ihre Sicherung ist eine dauerhafte Herausforderung. Und daher ist es richtig, dass wir im Koalitionsvertrag unsere Unterstützung für das Forum Recht in Karlsruhe als dauerhafte Einrichtung des Bundes verdeutlicht haben. Das Forum Recht soll ein Ort sein, an dem die Geschichte des Rechts anschaulich und das vermeintlich selbstverständlich in seiner Alltagsbedeutung und in seiner Wirkung sichtbar gemacht werden. Recht und Rechtsstaatlichkeit sollen in einem öffentlichen Raum erkennbar werden und zur Partizipation einladen. Die Idee des Forum Rechts geht zurück auf den Initiativkreis in Karlsruhe. Der Deutsche Bundestag hat in der Vergangenheit dieses Projekt immer unterstützt. Und liebe Kollegen von der FDP, ich freue mich, dass auch von Ihrer Richtung Unterstützung kommt. Damit haben wir parteiübergreifend, auch über die Grenzen der Koalition hinaus, eine Unterstützung für dieses, wie ich finde, sehr sinnvolle Vorhaben. Als Haushälter sage ich, es wird uns relativ einfach fallen, 150.000 Euro für dieses Jahr noch bereitzustellen. Der richtige Batzen kommt dann in der Folgezeit, wenn es darum geht, die Baukosten zu finanzieren. Ich hoffe, dass dann auch die parteiübergreifende Unterstützung genauso bleibt, wie sie jetzt schon an der Stelle ist. Ja, meine Damen und Herren, Rechtssicherheit ist Standortfaktor, und dazu gehört auch der Innovationsschutz und der Schutz geistigen Eigentums. Das wird in Deutschland durch das Patent- und Markenamt in München, mein Kollege hat es ja eben schon angesprochen, sichergestellt. Und wir befinden uns in diesem Bereich des Innovationsschutzes gerade von kleinen und mittelständischen Unternehmen, von Start-ups in Konkurrenz mit der ganzen Welt und insbesondere dem asiatischen Raum. Und daher ist es wichtig, dass wir uns in diesem internationalen Innovationswettbewerb konkurrenzfähig aufstellen.
Der Arbeitsanfall in der Patentprüfung sowie die Komplexität der Prüfverfahren steigen stetig an. Und daher wächst auch die Zahl der offenen Verfahren, meine Damen und Herren. Und ich glaube, da müssen wir personell nachsteuern. Ich bin froh, dass die Bundesministerin das genauso sieht. Und ich glaube, wir sollten da auch in der Koalition die Weichen stellen, den Bearbeitungsstau dort abzubauen. Und als Haushälter fällt es mir besonders leicht, da es einen Überschuss von 200 Millionen dort gibt. Von daher können wir darüber gerne reden. Letztes Thema, das ich ansprechen möchte, ist die Digitalisierung. Eine der größten Herausforderungen, die wir uns heute insbesondere im Justizbereich stellen müssen. Elektronische Gerichtsakte, elektronischer Rechtsverkehr, Datenaustausch, IT-Konsolidierung. Daraus ergeben sich technische Fragen, die der besonderen Rolle der Justiz als dritter Gewalt Rechnung tragen müssen, aber auch ganz konkrete neue Fragen sowie Fragen der organisatorischen Ausgestaltung der Arbeitsprozesse. Wichtig ist, diese Herausforderungen nun konsequent und koordiniert anzugehen und Lösungen herbeizuführen, die sich eng an der gerichtlichen juristischen Praxis orientieren. Der Bund ist in der Pflicht, hier vorauszugehen und in der föderalen Gemeinschaft auch Standards zu entwickeln. Meine Damen und Herren, Sie sehen, Recht und Verbraucherschutz ist in der Großen Koalition gut aufgestellt. Die entsprechenden Schwerpunkte sind gesetzt. An Stellschrauben werden wir noch drehen, kooperativ wie in der Vergangenheit auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Markus Uhl war das für die CDU-CSU-Fraktion, der letzte Redner hier zu diesem Einzelplan.